Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Mit einem neuen Unboxing. Ich habe mir zu meinem Klimagerät habe ich mir jetzt eine mobile Klimaanlage bestellt. Weil es ist einfach heiß hier. Es sind jetzt 31 Grad draußen. Ich habe das Ding jetzt hochgewuchtet mit etlichen Kilo. Von Trotec. Und ich habe die PAC 2300X. Habe ich mir bestellt. Mit Airlock. Der ist auf der anderen Seite dran. Ist von draußen angeklebt. So. Das ist der Airlock. Mal gucken, wie man das hier abkriegt, ohne dass hier alles gleich kaputt geht. So. Der Airlock ist nämlich für... Die haben mir den falschen geschickt. Es ist doch nicht möglich. Oder? Nee, ist der richtige, oder? Ich habe Airlock 1000 bestellt. Und ich habe den Airlock... Nee, doch ist der richtige. Oder? Der wird halt in... Doch, ist der richtige. Glaube ich. Muss ich mal gucken. Muss ich erstmal gucken. Nee, das ist der falsche. Ich habe den 100er gekriegt für eine Dachschräge. Hier steht es auch R100 und Airlock 200. Das ist der falsche. Ich habe Airlock 1000 bestellt. Da muss ich jetzt sofort erstmal noch eine E-Mail schreiben, bevor wir hier das Unboxing weitermachen. Weil das geht ja so nicht. Ich nehme euch mal kurz mit so rüber, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. So. Sieht man ein bisschen die Tür? So. Das soll nämlich eigentlich so sein, dass der... So. Über so eine angewinkelte Tür rankommt. So. Eigentlich viel größer sein sollte. Der wird hier irgendwie so dann oben hier so angeklebt, dass das denn hier so offen ist und dass keine Mücken rinkommen. Mit doppelseitigem Klebeband, mit Klettband, aber das ist der falsche. Das ist für schräge, oder? Ist das hier? Nee, das geht doch ja nicht so weit runter. Nee, das ist falsch. Eigentlich muss der ringsherum um die Tür gemacht werden und dann hat er einen Reißverschluss, dass man die Tür trotzdem noch offen machen kann. Da muss ich jetzt erstmal meine Bestellung angucken und so. Das ist der falsche. Also da haben sie mir definitiv den falschen geschickt. Ich habe den Airlock 1000 bestellt. Also war so ein Komplettpaket. Da muss ich jetzt dann nochmal Kontakt machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Ding auspacken. Da muss ich mich jetzt erstmal beschweren und gucken, was die sagen. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe mit denen jetzt gequatscht. Ja, die sehen das, haben wir gesehen. Ich habe meine Bestellnummer angegeben. Ich muss den Airlock 100 hier jetzt zurückschicken. Also die schicken mir da auf Amazon so einen Schein, wo ich das zurückschicken soll. Er hat gesagt, ja, das ist aber die Tüte, wo das drin ist, ist kaputt, weil das so bescheuert draußen rangemacht war. Ja, das hier klebt noch die Tüte dran. Das ist kein Problem, hat sie gesagt. Ja, müssen wir erstmal ohne Airlock auskommen, muss ich Fenster ein bisschen aufklappen, müssen wir mal gucken, ob das denn überhaupt was bringt. Ich hoffe, das ist dann in den nächsten 2-3 Tagen auch da, weil es hier extrem warm ist. Aber nichtsdestotrotz kommen wir endlich zum Unboxing. Ich mache euch mal ein bisschen nach unten. Ich habe auch gerade das bescheuerte Mikrofon, also das in der Cam drin, weil ich musste dann im Bearbeiten, wenn ich es bearbeite, ein bisschen den Ton anpassen, weil das wird auch wieder bescheuert auszupacken sein und dann mit dem Kabel ist halt doof. So, wie gesagt, ich habe mir den PAC 2300X, das kann man jetzt hier nicht mehr sehen, bestellt. Das Ding hier kam mit DPD, Amazon Prime,
kam bei meiner Mutter an, deswegen musste ich schleppen, weil der DPD-Mann gesagt hat, vielleicht bin ich wieder nicht da. Und weil er bei meiner Mutter gerade war, ne, schmeißt er da halt mit raus. Und dann musste ich die Kilo hier halt hochschleppen. So, jetzt mache ich euch mal nach oben. Bin mal gespannt, ob das wird hier nicht so doppelt und dreifach verpackt. Ich habe heute auch das andere Klimagerät schon zurückgeschickt. Das habe ich, bevor ich das von meiner Mutter geholt habe, habe ich den anderen schon zur Post gebracht und erstmal den Ausdruck mir geholt. So. Ich mach mal. Ach du Scheiße. So, da haben wir einmal jetzt hier Plasteteile. Hier gucken Kabel raus. Hier nochmal Plasteteile. Das ist einmal so eins. Einmal so eins zum Schieben. Und einmal so eins, ich denke mal, das ist für ein Fenster oder für ein Airlock oder so. Da kann man das dann drin machen. Müssen wir mal gucken. Legen wir mal beiseite. Dann haben wir hier noch einen Schlauch. Der ist jetzt so ein bisschen zusammen, den kann man dann auch ziehen. Den wollen wir jetzt aber noch nicht ziehen. Ich hoffe, der reicht auch von der Länge her. Dann haben wir hier nochmal einen durchsichtigen Schlauch drin. Ich glaube, die Fernbedienung ist drin, Batterien und Schrauben. Kann man jetzt nicht sehen. Das machen wir dann nachher im Hardware-Video. Wir wollen das ja auch zusammen aufbauen. Obwohl, können wir jetzt schon mal hier wenigstens die Anleitung rausholen, das ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt zwischen mir und meiner Frau. Meine Frau liest wieder die Anleitung und ich baue auf. Und hier haben wir dann nämlich auch noch, kann ich euch auch gleich mal zeigen, der hat Energiesparstufe A, 2,3 Kilowatt frisst er pro Stunde, 65 dB, IER, weiß ich nicht, was es sein soll, und 0,9 Kilowatt die Stunde, irgendwie, keine Ahnung. So. Das ist das da, seht ihr das da, ah. So, und das ist das da. Und ich hatte jetzt ewig in der Warteschleife bei Troptec gehangen. Und dann haben wir dann halt hier noch ein Beutelchen mit Schrauben. Und da hat die nette Frau an der Warteschleife gesagt, jo, wir schicken dir neue zu. Dann haben wir hier nochmal so einen Schlauch, der hier so durchsichtig ist. Der kommt dann, das denke ich mal, der für Abwasser oder so. Dann haben wir hier die Batterien. Und hier haben wir dann noch Fernbedienung, die werden wir auch gleich mal auspacken. Oh, die ist größer, als ich gedacht habe, die Fernbedienung. So, ach du Scheiße. Also das ist schon mal größeres mit Bedienfeld, mit, ja, denk mal, da wird dann Temperatur angezeigt und so. Das liest meine Frau sich gleich alle durch. Wir können ja schon mal Batterien reinmachen. Ach Gott. Wenn das so einfach gehen würde. Die sind wieder so doppelt, dreifach verpackt hier. Und ich schwitze wie ein Schwein, Leute. Hier sind es über 30 Grad. Also draußen und in der Bude halt noch mehr. So. Da seht ihr das. Der misst jetzt gerade, also jetzt ist er gerade bei 24 Grad, der wird aber noch steigen, denke ich mal. Der hat auch gleich hier einen Temperaturfühler mit drin, so wie es aussieht. Da bin ich mal gespannt. So, und jetzt müssen wir das Riesending hier irgendwie aus dem Ding rauskriegen hier. Schatzi, hilfst du? Nein. Nein? Warum nicht? Willst nicht zu sehen sein. Stürzt das Ding noch, legt das vor den Boden und ziehst dann raus, wie bei dem PC. Ja, das ist ein bisschen doof, weil das ist dünnere Plaste. Och, du Scheiße. Ist hier irgendwo oben unten? Warte, ich hab eine andere Idee. Na, kannst du, oh, oh, komm mal, kannst du hochziehen. Die Pappe. Ach. Das ist ja gut. Zum Glück. Ja, zum Glück habe ich dich, mein Frauchen. Oh, sieht aber schick aus. Und der soll eigentlich auch Räder haben. Angeblich. Oh. Ja, Alter. Oh, so.
So, jetzt haben wir das hier alles mal weggepackt. So, und hier ist das gute Stück. Ah. Sieht jetzt nach nicht viel aus, aber soll eine gute Wirkung haben. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt. Hier ist auch noch Klebeband an der Seite dran. Warum das? Weiß ich nicht. Hier ist irgendwie Klebeband hier an der Seite dran. Warum, weiß ich nicht. Können wir abmachen. Brauchen wir nicht. Sieht ja scheiße aus. Mit Klebeband an der Seite dran. Aber da haben, also hier haben sie mit Klebeband echt nicht gespart. Ich denke mal, das ist, dass der Plaster halt, auch wenn es grob umgegangen wird, nicht auseinanderbricht. Also ein bisschen Entlastung oder so, ich weiß es nicht. Ach, hier hinten auch nochmal. So. Meine Frau fängt schon an zu lesen. Weil wir machen gleich dann das Aufbauvideo und Frauchen leitet mich dann wie immer an. Kennt ihr ja schon. Wenn wir was zusammen machen. So. Jetzt haben wir es auch komplett abgemacht. So. Da ist auch nochmal Klebeband drum. Achso, das muss dann. Nee, das bleibt so fest. Okay. So. Mache euch mal so rum, dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Also das ist jetzt von vorne. Fehlt hier nicht nur eins? Muss das so sein? Ich glaube, da fehlt ein Plasteteil. Hier kann man den drehen. Oder? Nee, das ist so zu. Muss so sein. Aber auf den Bildern? Nee, eins, zwei, vier Stück. Sind vier. Naja, lass uns überraschen. Hier steht dann halt TropTech drauf. Hier ist, denke mal, so ein kleiner Tragegriff. Auf der anderen Seite genauso. CE geprüft, TÜV geprüft. Auf der Rückseite haben wir dann halt das große Gitter, wo er reinzieht. Hier, wo er rausbläst. Oder hier unten zieht er rein, weiß ich nicht. Hier unten haben wir dann, denke ich mal, Abfluss. Hier haben wir auch noch eine Schraube. Wofür die ist, keine Ahnung. Frauchen liest mir das garantiert gleich alles vor. Und hier können wir dann praktisch das Gitter, wenn hier Haare drauf sind und so, sauber machen. Und hier hinten sieht man dann schon so ein paar Kühlkörper, dieses Metall überall. So, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, das ist mein erstes Modell davon. Und hier oben haben wir dann auch noch an, also an aus, minus, plus, minus, mod. Und hier haben wir dann noch ein paar Lichter. Mehr ist hier eigentlich auch gar nicht dran. Ne? Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im Hardware-Video, wenn wir uns das Ding mal einrichten, hinstellen, anschließen und das erste Mal benutzen. Wie gesagt, ohne Airlock. Den Airlock, den schicken sie mir nach. Den kommt dann später dann nochmal ein Video. So, ich bin mal sehr gespannt, ob das so viel mehr bringt als ein Lüfter. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns gleich. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.